Türme Groß-Niedesheim, das ist dieser Ort. Groß-Niedesheim, das liegt in der Vorderpfalz zwischen Worms und Ludwigshafen, knapp 1400 Einwohner, die leben hier. Und sie bezeichnen Groß-Niedesheim deswegen als das Dorf der Türme, wegen der vielen, jetzt sehen wir sie, Windräder, die die meisten im Ort große Klasse finden, und wegen des Wasserturms, der ist das Wahrzeichen von Groß-Niedesheim. Und dieser Wasserturm, der ist im Ort von überall zu sehen, auch von der Hauptstraße aus, unserem Mittelpunkt des Geschehens heute. Hubert Kern, das Ein-Mann-Orchester. Der Fuchs Deiwelswilde, wie er sich selbst nennt, einer der letzten professionellen Straßenmusiker der Pfalz. Er wohnt hier in der Hauptstraße von Groß-Niedesheim. In der Hauptstraße gibt es auf einer Länge von 665 Metern 66 Häuser. Unter anderem die Grundschule von Groß-Niedesheim am Ende der Straße. 36 Kinder werden hier unterrichtet. Das ist die komplette dritte Klasse. Die Kinder haben heute einen besonderen Auftrag. Deshalb gehen sie die Hauptstraße entlang Richtung Friedenshalle, der guten Stube von Groß-Niedesheim. Ausnahmsweise haben die Kinder für Hubert Kern heute nur wenig Zeit. Sie werden in der Bücherei der Friedenshalle erwartet. Vor dir liegt ein wunderschönes Tal. Links von dir siehst du Rauch aufsteigen. Rechts von dir... Vorlesen für Senioren. Nur eines von mehreren Projekten, bei denen Jung und Alt hier zusammengeführt werden. Wer will zum Rauch zu gehen? Bei dieser Geschichte dürfen die Senioren entscheiden, wie sie weitergeht. Die kleine Bücherei ist ein fröhlicher Ort mit einem Bücherwurm an der Decke. Also ich fand es sehr gut, dass wir, dass die Senioren entscheiden durften, wie es weitergeht, dass wir nicht entschieden haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht, vorzulesen. Ja. Also mir gefällt es einfach und ich glaube, dass jeder von uns Senioren das auch dazu sagt. Das ist einfach die Gemeinschaft, dass man Kontakt hat zu den Jüngeren. Dabei lässt sich leicht die Zeit vergessen, trotz der riesigen Uhr an der Wand. Sie stammt von der evangelischen Pfarrkirche mit ihrem mehr als 1000 Jahre alten Turm. Obwohl die Kirche direkt an der Hauptstraße steht, laufen hier immer die Hühner frei herum. Sie sind verkehrstauglich. Noch nie wurde eins von ihnen überfahren. Den bäuerlichen Charakter hat sich die Hauptstraße von Groß-Niedesheim ein bisschen bewahrt. Einer der alten Bauernhöfe wird heute noch bewirtschaftet. Die anderen landwirtschaftlichen Anwesen sind jetzt denkmalgeschützt und werden als Wohnhäuser genutzt. In der Hauptstraße leben insgesamt 194 Menschen. Zwei davon sind Künstler, nämlich der Musiker und eine Malerin. Ihr Atelier ist an den Fenstern erkennbar. Es erinnert an eine Kirche, ist aber ein umgebauter Schweinestall. Ursula Faber ist seit 20 Jahren freischaffende Künstlerin. Sie hat sich einen Namen gemacht und schon viele Preise bekommen. Ihr Atelier in der Hauptstraße, ein Ort der Inspiration. Ich fühle mich sehr wohl hier in dem Atelier. Es ist sehr ruhig, sehr still. Es ist ein Raum der Stille. Benötige ich für meine Arbeit. Ich habe auch kein Telefon hier. Das Umfeld ist ruhig. Ich habe optimales Licht zum Arbeiten durch die Oberfenster. Was will ich mehr? Eine bandagierte, ölverschmierte Ente. In ihren Arbeiten greift Ursula Faber gern Themen der Zeitgeschichte auf. Immer kritisch. Thank you.
Ihr aktuelles Werk thematisiert das Aussterben bedrohter Pflanzen. Sie hat es Garten Eden genannt. Während Ursula Faber drinnen die Stille genießt, sorgt draußen auf der Hauptstraße Hubert Kern für Stimmung. Diesmal hat er ältere Zuhörer gefunden, die auf dem Weg zur guten Stube von Groß-Niedesheim sind. Ja, ich habe in Mutterstadt gewohnt, in einer Siedlung, und da kam immer so ein Zigeuner mit Schillenhelm und Trompete und kleine Trommel auf dem Rücken. Das hat mich damals schon so fasziniert. Ja. Da habe ich gedacht, irgendwann mache ich es auch. Macht nichts. Und seit 20 Jahren bin ich jetzt an der Road. Quer durch die Pfalz, quer durch Deutschland, auch schon in Italien, Österreich und so weiter. Die Senioren treffen sich wieder mit Kindern in der Friedenshalle. Diesmal zum gemeinsamen Essen. Auf der Hauptstraße ist nicht mehr viel los. Es ist Mittag. Hubert Kern geht heim, in sein Reich, das sich hinter diesem Tor in der Hauptstraße verbirgt. Der Musiker lebt von den Einnahmen auf der Straße und von seinen Engagements. In der Freizeit sammelt er alles Mögliche für sein Anwesen, das er mit seiner Familie und einigen Tieren bewohnt. Hubert Kern war früher mal Bühnenbauer. Einige Sammlerstücke stammen noch aus dieser Zeit. Er ist übrigens nicht der einzige Musiker in der Familie, der im Gewölbekeller probt. Sein 15-jähriger Sohn Max ist in die Fußstapfen des Vaters getreten. Vor kurzem hat er zusammen mit anderen Jugendlichen die Band Raucherpflaster gegründet. Dreimal sind sie schon aufgetreten. Und so sorgt jetzt auch Max für den guten Ton in der Hauptstraße von Groß-Niedesheim. Klingt herrschaftlich, und auf den zweiten Blick, da ist sie das auch, die Schlossstraße von Wallhausen. Wir werden sie kennenlernen.